Hallo, ich bin Nicola. Kommt mit auf einen kleinen Streifzug zu Aktuelles aus dem Tiergarten. Für unsere Delfine gibt es neues Spielzeug. In der unteren Boje befinden sich Fische und Eiswürfel. Die Delfine müssen sich ein bisschen anstrengen, um an ihre Beute zu kommen. Im Meer verbringen sie viel Zeit mit der Futtersuche. Deshalb ist Beschäftigung so wichtig. Damit ihr nicht nur Delfinköpfe seht, springt Dolly für uns einmal auf die Waage. Bei den Kaffernbüffeln gibt es den ersten Nachwuchs des Jahres. Der kleine Bulle ist am 16. Januar auf die Welt gekommen und erlebt seinen ersten Schnee. Kaffernbüffel leben im östlichen und südlichen Afrika, aber unsere Tiere sind perfekt an den fränkischen Winter angepasst. Am nächsten Morgen ist der Schnee fast weggetaut. So können wir schön beobachten, wie viel Schwung in der Gruppe ist. Als größter Vertreter der afrikanischen Rinder kann ein ausgewachsener Kaffernbüffel bis zu 900 Kilo wiegen. Und von welchem Vogel stammen diese Eier? Richtig geraten, es sind Emu-Eier. Bald wird der Hahn anfangen zu brüten. Wir sind sehr gespannt. Könnt ihr das jüngste Familienmitglied der Cebalski-Pferde schon entdecken? Da hinten taucht sie auf. Das ist die kleine Dame. Sie ist am 11. Januar geboren. Mit einem perfekten Winterfell ausgestattet, kann ihr die Kälte nichts anhaben. Der jüngste Nachwuchs im Affenhaus ist am 13. Oktober letzten Jahres zur Welt gekommen. Hier könnt ihr schön sehen, dass Akono jetzt anfängt zu krabbeln. Alles eine Übungssache. Gorilla-Jungtiere werden lange von ihren Müttern getragen. Sein Halbbruder Kato ist ein ganzes Jahr älter. In dem Alter können junge Gorillas sich sehr selbstständig bewegen, wie ihr hier deutlich sehen könnt. Bis zum nächsten Mal bei Aktuelles aus dem Tiergarten. Dein Tiergarten Nürnberg.